Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Fahrt im Train Simulator, der zweite Teil der Aufgabe mit dem Intercity 2279 Richtung bzw. nach Konstanz. Wir befinden uns in Singen, dort wo die letzte Folge geendet hat. Und dann geht's auch gleich weiter Richtung Konstanz. Nächster Halt dürfte dann wohl Radolfzell sein. So, Singen. Ja, ich lag tatsächlich richtig. Maggi ist eigentlich tatsächlich ein Schweizer Unternehmen ursprünglich. Wir hören uns mal an, was der gute Mann zu sagen hat. Ach, das war schon. Genau, aber eben hier in Singen haben die wohl ihren Hauptstandort in Deutschland. Allerdings gehört Maggi auch leider Gottes schon seit den späten 40er Jahren zu Nestlé. So, dann Siefer und PZB brauchen wir natürlich noch. Instrumentenbeleuchtung. Nicht zuletzt deshalb, weil sie einfach verdammt gut aussieht. Okay, Bremse können wir schon mal lösen. Okay. Dann geht's auch direkt los. Nächster Halt Radolfzell. 17:32 sollen wir dort sein. Erstmal mit Tempo 60 ausfahren. So, dann schauen wir mal. Also, der erste Teil der Aufgabe, den haben wir ja wirklich erfolgreich über die Bühne gebracht. Planmäßig überall angekommen. Ich werde mir mal Mühe geben, dass wir das genau so fortsetzen. Ah, sieht richtig gut aus. Hier links die ganzen Bahnanlagen, Dieseltankstellen und so weiter und so fort. Richtig schön umgesetzt. Sieh mal an, Baureihe 218 in Doppeltraktion. Man hat ordentlich was zu tun. Der Kollege. Das könnte sogar ein Ganzzug sein. In unserem Intercity 2279 nach Konstanz begrüßen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster Halt ist Radolfzell, voraussichtlich gegen 17.32 Uhr. So schaut's aus. Das kriegen wir doch gebacken. Sehr schön, 160er Bereich. Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt mittlerweile, glaube ich. Das ist halt echt, also in meinen Augen einfach eine große Stärke dieser Strecke, so diese ganze, der Abwechslungsreichtum so auf der... In dem Bereich, den wir in der letzten Folge durchfahren haben, halt eher so dieses Gemütliche auf
auf eher einer alt wirkenden Strecke mit Formsignalen und relativ geringen Geschwindigkeiten etc. Und hier ist es dann, geht es doch ein bisschen moderner zu mit Streckengeschwindigkeiten bis zu 160 km/h. Das ist echt cool, die Strecke hat einfach einiges zu bieten. Ganz nach meinem Geschmack. Und das Ganze noch so wunderbar umgesetzt. Da bleiben echt keine Wünsche offen. Recht viel mehr kann man wahrscheinlich einfach nicht rausholen aus dem Train Simulator. Und wirklich jeder einzelne Bahnhof ist echt so eine kleine Augenweide. Sehr reich an Highlights, diese Strecke. Okay, Tempo 100 voraus. Müssen wir nicht bestätigen. Die Bremswirkung ist auch wirklich hervorragend, wenn man geschoben wird. Und weiterhin freie Fahrt. Wir hatten noch gar keine wirklichen Ereignisse, ne? Das ist auch durchaus mal ganz angenehm. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Augenblicken erreichen wir Radolfzell. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Wir möchten uns bei allen Passagieren, die aussteigen, verabschieden. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Und noch einen schönen Tag. Dankeschön, da freut man sich doch. Als Passagier. Wenn ich das mit den Ansagen in der Münchner U-Bahn vergleiche, da liegen Welten dazwischen. Okay, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen. Ja, die sind teilweise schon einfach krass unfreundlich und dann sind auch einige dabei, die echt in einem richtig fiesen, breiten Dialekt sprechen, sodass, also das versteht kein einziger Tourist, was die von sich geben. Müsste mal auf YouTube suchen, also ich traue mich wetten, dass es da einige Aufnahmen gibt. Da sind schon ein paar kuriose Ansagen mit dabei. So. Das ist tatsächlich sogar ein bisschen eng hier mit der Bahnsteiglänge, aber geht da. Der letzte Waggon, in Anführungszeichen, der uns auf dem Head-Up-Display dargestellt wird, ist ja sowieso die Lok. Von daher passt das schon. Na, was ist denn jetzt los hier mit dem Gepiepe? Merkwürdig. Sieht schon auch echt sehr, sehr gut aus hier, die Stadtkulisse. Ja, kann sich sehen lassen, würde ich sagen.
Gut, ja, sieh mal deine an. Okay. Maximal 100 km/h und einige Minuten Betriebshalt in Konstanz-Petershausen. Okay. Kriegen wir hin. Das ist ja schon Bodensee, richtig? Habe ich, glaube ich, schon mal ganz am Anfang die Frage gestellt und es wurde, meine ich, auch bejaht. Ja, was soll es auch sonst sein? Es muss wohl der Bodensee sein. Wir haben es ja auch nicht mehr weit. Also es sind jetzt noch weniger als 20 Kilometer. Na gut, 17:46 sollen wir da sein. Keine 10 Minuten. Und wir dürfen nicht schneller als 100. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Auch echt ein schöner Bereich, wie sich die Strecken hier so aufteilen. Einfach gelungen. Ich muss mir auch mal abgewöhnen, bei jeder Fahrt die Strecke hier Im Namen der Deutschen Bahn möchte ich in den auch Himmel zu die in loben. Adolf Zell zugestiegenen Fahrgäste in unserem Intercity 2279 nach Konstanz begrüßen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Der nächste Halt ist Konstanz, voraussichtlich gegen 17:55 Uhr. Ah ja, okay. Na ja gut, klar. Konstanz-Petershausen ist ja nur ein betrieblicher Halt. Deswegen wird der natürlich nicht durchgesagt. Was wollte ich gerade noch sagen? Ach ja, ich lobe die Strecke, glaube ich, bei jeder Fahrt wirklich in den Himmel. Aber meine Güte, sie ist halt einfach verdammt gut. So oft, also so wahnsinnig oft bin ich sie halt auch noch nicht gefahren. Also es ist doch jedes Mal wieder so ein kleines Highlight. Gerade bei so einer tollen Aufgabe jetzt noch hier mit Ansagen, mit schönem KI-Verkehr und dann noch in einem Zug, der wirklich Spaß macht. Sehr, sehr schön. Ich habe nur die 100 km/h-Begrenzung jetzt nicht verstanden, aber gut. Wir halten uns dran. Selbstverständlich. Das ist aber auch spektakulär. Hatte ich so eine Kamera schon mal? Das ist ja cool. Eieiei, nicht schlecht. Nette Ansicht. Sieh an, kleiner Campingplatz. Und auch nicht nur einfach hier Wohnwägen oder Wohnmobile abgestellt, sondern tatsächlich auch alles ein bisschen ausdekoriert. So, was hat er gesagt? Konstanz soll wir um 17:55 ungefähr ankommen. Dann müssen wir tatsächlich theoretisch eine ganze Weile hier in Petershausen rumdümpeln. Schauen wir mal. Weil zwischen Konstanz Petershausen und Konstanz Hauptbahnhof, da liegt ja vielleicht ein Kilometer oder so. Das ist echt nicht weit. Das ist einfach dieser kleine eingleisige Abschnitt.
Naja, Fahrplan sieht gut aus. ETA, Estimated Time of Arrival, 17:43. 46 sollen wir erst dort sein, in Konstanz-Petershausen. Das sollte also alles wunderbar funktionieren. Ja, wunderbar ist es. Kollege aus der Schweiz mit DB-Lok bespannt. Schöne Gebäudeauswahl hier überall. Also in dieser Ecke vom Bodensee war ich zwar noch nicht bislang, schon über mein Haupt, aber ich war schon am Bodensee, noch gar nicht so lange hier. Und so generell haben sie das schon extrem gut eingefangen, finde ich. Das muss man schon sagen. Also das Szenario war irgendwie so, ich glaube, 35 oder 40 Minuten angesetzt. Aber wir sind ja schon fast in Konstanz. Also entweder haben wir da jetzt wirklich einen richtig langen Betriebshalt. Ich meine, den könnte ich dann rausschneiden, weil irgendwie 10 Minuten in der Gegend rumstehen ist jetzt auch ein bisschen nicht so spannend. Aber schauen wir mal. Kann natürlich auch sein, dass wir noch irgendwo ein PZB-Ereignis haben oder so. Oder möglicherweise müssen wir den Zug vielleicht noch abstellen. Das könnte natürlich auch noch sein. Jojo, nette Bilder, muss man sagen. Gerade wenn es so ein bisschen gemächlich dahin geht und sowieso eigentlich nichts passieren kann. Haben wir jetzt auch einen sehr, sehr langen Blockabschnitt hier gerade, den wir durchfahren. Dann hat das natürlich den Vorteil, dass man ein paar so nette Außenaufnahmen einfangen kann. Wo kommt denn jetzt unser Zug eigentlich lang? Ah, okay. Fährt rechts durchs Bild gleich. Trainspotter im Gebüsch mal wieder. Okay, jetzt haben wir es eh gleich schon erreicht. Hier noch knapp 3,8 Kilometer bis Konstanz-Petershausen. Und dann schauen wir mal, was da so passiert.
Pünktlich sind wir auf jeden Fall. Das passt schon mal. Landungsfahrt in Doppeltraktion. So, dann schauen wir mal. Bloß nichts übersehen. Nicht auf die letzten Meter noch eine Zwangse bekommen oder dergleichen. Das wäre jetzt schon ärgerlich. Soll schon direkt in Konstanz-Petershausen halten, sehe ich das richtig? Ich denke schon. So, Tempo 60. Voraus. Oh, viel zu stark gebremst. Okay, das sieht soweit erstmal ganz gut aus hier. Na gut. Bringen wir die Kiste mal zum Stillstand. Haben auf jeden Fall schon Fahrtsignal. Es hieß halt einige Minuten Betriebshalt. Ja, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, was der rote Balken sozusagen hat. So, okay, gut. Die Stelle stimmt auf jeden Fall. Genau hier sollten wir hin. Ah, gut. Der läuft schon relativ langsam durch, der rote Balken. Na, es könnte tatsächlich ein bisschen dauern. Schauen wir mal. Geht weiter, würde ich sagen. Rote Balken ist durchgelaufen. Und ich sehe jetzt ehrlich gesagt auch keinen Grund hier unnötig länger stehen zu bleiben, solange hier kein anders lautender Befehl nochmal eintrifft, würde ich sagen. Was hat es denn mit diesem Rangiermarker auf sich? Ich glaube nichts. Nee, ich denke, das ist schon korrekt. Ich denke, wir können bis Konstanz weiter. Okay, dann sind wir halt deutlich zu früh da. 17:55 hat unser Zugbegleiter ja gesagt, aber ja, das wird jetzt auch nicht so verkehrt sein. Ich glaube, die wenigsten Fahrgäste beschweren sich, wenn sie zu früh ankommen, wenn sie mit der Deutschen Bahn fahren. So, dann noch durch diesen, wie ich finde, äußerst gelungenen Abschnitt. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Augenblicken erreichen wir Konstanz. Unser Zug endet dort. Ich bitte alle Fahrgäste, dort auszusteigen. Wir möchten uns für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn bedanken und wünschen Ihnen einen angenehmen Tag und einen schönen Aufenthalt in Konstanz. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts.
Ladies and gentlemen, in a few minutes we reach our last stop, Konstanz. So please leave the train on right side of driving direction. We hope you enjoy traveling with Deutsche Bahn and wish you a nice day in Konstanz. Bye bye. Yeah, I enjoyed it very much. So, dann die berühmte Brücke. Ich weiß nicht mal, wie die heißt. Aber das ist schon auch echt eine Augenweide hier. Diese ganze Gegend hier, dieses ganze Areal. Einfach nur gut. So. Hier hatte ich schon mal eine fiese Zwangsbremse. Allerdings in die andere Richtung. So, da la. Keine einzige Zwangse, überall pünktlich gewesen, sogar überpünktlich. Hier sind wir jetzt sogar 4 Minuten früher als geplant. Sehr cool. So, Konstanz 01A, das ist noch ein Stückchen weiter vorne, sehe ich gerade. Aber ich denke mal hier vor der Haltetafel, das müsste dann schon korrekt sein. Wir sollten ja auch... Wow, ich sollte stehen bleiben. Idealerweise diesen kleinen Personen-BÜ nicht versperren. So. Türen sind freigegeben. Okay, wunderbar. Das passt doch. Okay, dann haben wir jetzt hier wohl ein paar Minuten mehr als eingeplant. Ich versuche gerade mal noch irgendwie einen netten Schnappschuss. Naja, wobei, schauen wir uns noch ein bisschen um. Nutzen die Zeit. Machen wir noch kurz ein bisschen Sightseeing hier. Tolle alte Waggons. Was ist denn da los? Da fehlt irgendwie ein bisschen was. Also ich bilde mir ein, dass die bei dieser Strecke dabei waren. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Naja. Also mir gefällt, was ich sehe. Schöne alte Stadtgebäude. Die Linie 21A. Die Brücke könnten wir gerade nochmal in Augenschein nehmen. Das Nadelöhr hier in der Gegend, würde ich doch mal behaupten. Wenn da irgendeine Störung auftaucht, dann ist es aber echt ungünstig. Auch toll, dieser kleine Kanal, den sie hier reingezogen haben. Schaut schon super aus.
Ja, und auch abseits der Bahngleise, die Dinge, die man normalerweise nicht so wirklich zu sehen bekommt, auch da haben sie ganz gut drauf geachtet. Die Bürgerstuben. Selbst hier die ganzen Schaufenster. Und ich vermute mal, das wird auch alles irgendwie so halbwegs der Realität entnommen sein. Ja, echt eine schöne Geschichte hier. Auch dieses Gebäude hier. Sehr gelungen. Sehr, sehr gelungen. Auch die Biker haben sie nicht vergessen. Ach, sieh an. Schließfächer direkt am Bahnsteig. Cool. Klar, die Texturen waren jetzt hier nicht so der Hammer, zum Beispiel auf den Schließfächern, aber irgendwo muss man ja auch ein paar Abstriche machen. Das ist ganz klar. Ah, okay. Wir müssen noch in die Ab- bzw. Bereitstellung. Deswegen. Okay. Dann machen wir das auch gleich. So, da nochmal ein Bildchen einfangen. Was kommt da? Ah ja. Güter aus der Schweiz, vermute ich mal. Das war ja die klassische Schweizer Güterbemalung, wenn ich das so richtig sehe. Verschiedene Kesselwagen. Na, Kollege. Ah ja, der schaut auf die nicht vorhandene Uhr. RLB. Wofür das wohl stehen mag? Das B könnte für Bodensee stehen. So, noch ein letzter Schnappschuss für das Erinnerungsalbum. Okay. Rangieren dürfen wir schon mal. Das heißt, das Signal können wir mit Befehl 40 überfahren. VMAX 25. Ja, cool. Dann komme ich jetzt auch mal in diesen Bereich noch. Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Die Bereitstellung. Okay. Er teilt. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht machen müssen, weil, also wie gesagt, das ist ja schon diese beiden weißen Leuchten auf dem rot zeigenden Signal bedeuten ja, dass man mit Rangierfahrt, also mit VMAX 25, drüber fahren darf. So, Befehl 40 leuchtet auch direkt auf. Auch schöne Lichtverhältnisse auf dieser Fahrt, muss ich sagen. Also das ist mir die ganze Zeit schon aufgefallen. Das ist einfach rundum stimmig.
Ah ja, okay, der setzt sich auch gerade in Bewegung hier, der Güterzug. Ah, cool. Insgesamt eine absolut runde Aufgabe. Kann ich echt nur empfehlen. Also die heißt auch genau so, IC, was war es, 22 irgendwas. Sollte leicht zu finden sein. Mhm, da, das ist doch, ist das, ich glaube, ein österreichisches Signal, oder? Ja, könnte auch ein Schweizer Signal sein, da kenne ich mich zu wenig mit aus, ehrlich gesagt. Wobei, ich glaube, das ist fast ein Schweizer Signal. Glaube schon. Wenn man so ein Timing hat, wenn dann gerade noch schön der Güterzug ausfährt, wenn man hier in die Abstellung fährt, da weiß man halt, da war jemand am Werke, der Aufgabenersteller, der weiß, was er tut. Das war auch vorher klar. Lucky God steht einfach für Quality. So, hier endet auch tatsächlich der Fahrdraht. Warum der Kollege hier rechts dann so weit vorgefahren ist, umgestellt. Das muss natürlich egal sein mit dem Steuerwagen. Ja. Doch tatsächlich ein winzig kleiner Fehler hier, dass der mit seiner Lok aufgebügelt in den Bereich gefahren ist, wo sich gar kein Fahrdraht mehr befindet. Aber das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Ja, sehr schöne Geschichte. Mir hat die Fahrt sehr gut gefallen. Schöne Aufgabe. Rundum gelungen. Wenn gleich auch etwas ereignislos. Zumindest ist es jetzt nichts irgendwie. Es war nicht die sonderlich große Herausforderung. Aber das ist mir eigentlich ganz recht. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Würde mich sehr freuen. Bis dahin und macht's gut.